Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Divinity Original Sin. Divinity Original Sin, sage ich jetzt schon. Divinity Dragon Commander. Und ja, ich wollte ja jetzt mal probieren, ob ich es eventuell schaffe, die Hauptstadt direkt einzunehmen. Ich bezweifle es zwar, aber hey. Man kann es ja probieren. Okay, Kampfläufer, nee. Schwerpanzer. Okay, gut, gut, gut. Ich kann die Schwerpanzer direkt. Irgendwie bezweifle ich, dass das reicht, um die Stadt hier, um das direkt einzunehmen. Ich schaue einfach nur mal. Ich werde das mit so ziemlich hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit gleich neu laden. Fakt, das war irgendwie jetzt. Mir ist gerade auch gefallen, dass das noch dümmer war, als ich eben erst vermutet habe. Weil ich den nicht ausgeladen habe. Ich denke, ich kann jetzt direkt neu laden, das hier. Weil das war absolute Scheiße, die ich hier gerade gemacht habe. Selbst wenn ich die Stadt jetzt irgendwie einnehmen würde, wäre das ziemlicher Mist hier. Okay. Ja, okay. Ich klar. Das kann ich neu laden. Das wäre mal absolute Scheiße. Gut. Offenbar geht es nicht so einfach, wie ich oft hatte. Dinge, die ich deshalb machen sollte. Du. Oh fuck, ich kann den. Der hat sich schon bewegt oder was? Einmal. Ach ne, Bewegungspunkte 2 von 2. Gut. Gut, in dem Falle, was ich dann mache, erstmal darauf. Und ich denke hier erstmal die Inseln hier einnehmen. Also einmal hier Festland, würde ich sagen. Und von da aus dann. Okay. Dieses Piepen macht mich ein bisschen drei rein und ein rein. Hier raus da. Dann nehme ich hier erstmal ein bisschen ein. Ich denke, ich sollte dann hier oben auch einmal hoch. Ich habe. Was habe ich eigentlich alles an Karten? Gut. Fange die Einnahme eines Landes 50. Jetzt. Aha. Fabrik bauen. Okay, das könnte ganz vorteilhaft sein. Mhm. Zerstört einen Zaubererturm, ja, okay. Baut kostenlos eine Goldmine. Okay, das ist wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Bombenwinsel. Na. Kampfkarten. Taverne, sehr gut. Söldner, Söldner. Okay. Okay. Ich sollte sehen, dass ich hier nach Möglichkeit ausschwärme und. Ich brauche ja Gott sei Dank erstmal keine von den Gebäuden bauen, weil ich dafür ja offenbar die Karten habe noch genug. Das ist wenigstens ja schon mal etwas. So, ich baue dann einfach mal ein Schlachtschiff und einen Jäger und noch einen von denen. So, ich baue, da kommen dann einer rein. Ah, okay, vielleicht.
da sind jetzt zwei drin, dann hast du da noch einen und dich bringe ich dann. Okay, du solltest da vielleicht auch nochmal. Dich bringe ich dann hier auf die Insel. Hier ist kein Panzerschiff, oder? Ja, doch, das ist ein Panzerschiff. Der könnte da hinkommen. Ja, okay, gut. In dem Falle einmal lieber zurück und erstmal dahin. Hoffen wir mal, dass die sich dort bekriegen. Gut. Hier habe ich gebaut. Ich kann da gerade nichts mehr weiteres machen. So, die Brücke. Also, gab es hier noch irgendwas, was ich machen konnte? Ich glaube nicht mehr. Hier war nicht einmal auch nichts mehr dabei. Nope, war nichts. Dafür da musste ich jetzt darauf warten, dass ich die 20 Forschung kriege. Gut. Gut, dann beende ich hier jetzt den Zug. Ich muss da wahrscheinlich sehr hoch Verteidigung ziehen auf den hier, weil ich gehe davon aus, dass er hier sehr früh versuchen wird, mich anzugreifen. Was macht der da alles? Die rüsten alle ziemlich stark hoch. Kaiser von Harad. Kaiser von Harad. Hoffende Prinzessin in Strömen zu Raven. Das hatte ich ganz vergessen. Also, die Brautschau kommt ja jetzt. Illegales Glücksspiel auf der Raven. Gerüchte über Orgien halten sich. Aha. Dank Kaiser dürfen Ärzte störende Patienten einfach töten. Drache gönnt sich verschnaubar. Also Fotos im Innern. Mhm. Gut. Sie sind hier, Kommandant. Die schönsten Jungfern. Hier in der Hoffnung, dass ihr ihnen die Hand zur Ehe reicht. An Bord sind Lady Lohanna von den Elfen, Lady Aida von den Zwergen, Lady Camilla von den Echsen und Lady Ophelia von den Untoten. Viel Glück, Kommandant. Ich wünsche euch das Beste. Himmel, nein, wir wollen doch keine Szene. Die verschmähten Prinzessinnen werden enttäuscht und ihre Berater wütend sein. Sobald ihr euch entschieden habt, informiert mich im Vertrauen und geht dann euren Aufgaben nach. Ich kümmere mich um den Rest. Es gab einen Zwischenfall. Vergesst es am besten. Das ist so geil, die Story. Das wäre politisch ungeschickt gewesen, Kommandant. Sagt mir nicht, ihr seid wie Edmund und euch missfällt jede, die nicht eurer Rasse entstammt. Jede dieser Prinzessinnen würde eine liebende Frau sein und euch großen Reichtum bringen. Gut. Dinge, die ich jetzt mache. Einmal in der Werkstatt gehen. Klingeling, Milord! Das Schiff ist voll junger Schönheit. Ein singendes Schiff, ein weiser Zauberer, vier Prinzessinnen, oh, wie im Märchen. Nur ohne Impfrau. Okay. Wir werden selbst besser schmieden als Zwerge. Gut. Ich schaue dann mal, was. Hexerschamane Zeppelin. Okay. Donnerrohre sind effektiv gegen Bodeneinheiten, Seeeinheiten und Gebäude. Okay. Impfjäger effektiv gegen Lufteinheiten. Ja, okay. Schwerpanzer können getarnte Bodenminen ablegen. Transporter, Hexer. Zeppelin mit Samkas ist schon ganz lustig, aber ich denke, Donnerrohre werde ich dann mir holen. Und. Oh je. Eine atemberaubende Imprinzessin war auf dem Weg zu Raven, Kommandant.
Aber Sie und Ihre Zofen haben Verstecken mit einer brennenden Lunte gespielt und... Nun, Sie haben sie nicht rechtzeitig gefunden. Die Arme ist den wahren Imptod gestorben, in Stücke zerfetzt, ein Feuerwerk am Himmel. Ich freue mich für Sie. Deshalb ist keine Imp-Prinzessin da. Ich find's absolut geil. Gut, da mal kurz checken. Mal sehen, was die jetzt zu sagen haben. Wie ich euch beneide. Vier Frauen, die darum betteln, die eure zu sein. Verdammt, ich wäre gern ein Drachenritter. Okay. Kaufen wir seine Verlobte, Kommandant? Ob es wohl ein Rückgaberecht bei Prinzessinnen gibt? Keine Rückerstattung nach Gebrauch. Der Typ kann also doch noch mal lustige Sprüche ablassen. Ihr Drache habt wirklich ein gutes Leben, Kommandant. Wer wird es sein? Die Elfe ist süß. Ich meine, ihr wisst schon, nicht, dass ich hingesehen hätte. Okay. Das ist alles so entwürdigend. Diese Frauen werden vorgeführt wie Viehzeug. Wo ist nur die Ehe aus Liebe geblieben? Was ist mit der Achtung? Skandalös. Ein Skandal im Sperrbezirk. Yay. Okay, Trunse. Lernen wir doch mal die Schönen kennen. Okay. Die Sieben haben euch gesegnet, Kommandant. Heute bringen sie Ophelia zu euch. Die Tochter von Immerkron. Herrscher der Skelettspitze. Ihr werdet keine bessere Prinzessin finden. Heiratet sie und die Götter selbst werden euren Bund segnen. Aha. Ich? Nur zu. Seid nicht scheu. Sprecht zum Drachen. Mein Herr und Kaiser, ich stehe vor euch, da ich gebeten wurde. Und deshalb bin ich gesegnet. What the fuck? Ich bin eure Liebe nicht wert. Aber solltet ihr mir die Ehre erweisen, eure Frau zu sein, werde ich es als Zeichen sehen, dass die Sieben mir gewogen sind. Und es wäre meine unablässige Aufgabe, euer Vertrauen und eure Zuneigung zu erlangen. Mögen die Götter euch segnen, mein Herr und König. Hat die Valium gesoffen oder was? Gut gesagt, meine Liebe. Damit wäre die Sache erledigt, nicht wahr? Wie könnte ein Mann eine andere Frau nur in Erwägung ziehen, nachdem er Ophelia getroffen hat? Sache Nummer 1. Sie wirkt mir doch sehr abgemagert. Ich bin nicht so der Typ für abgemagerte Frauen, muss ich ehrlich zugeben. Heute ist wahrlich euer Glückstag, Kommandant. Denn bei mir ist die berühmte Schönheit Aida. Prinzessin Aida. Von Hammertal. Zwerge aus dem ganzen Reich mit goldenen... diamantverzierten Gürteln und Äxten, die so scharf waren, dass sie Stein spalten konnten. Die Zwerge oder die Äxte? Tapfere Krieger, die eine ganze Armee aufhalten konnten. Aber keiner von ihnen hat es geschafft, den puren Rubin ihres Herzens zu erobern. Schöne Marketingsprache, die ihr habt. Es reicht, Falstaff. Haltet endlich den Rand. Trinkt lieber als zu sabbeln. Gehört sich nicht für ein Zwerg. Das ist ein geiler Spruch. Ja, Kommandant, das ist sie also. Lady Aida. Auf ihre Gesundheit und euer zukünftiges Glück. Ich bin mir sicher, es wird eine herrliche Verbindung. Mhm. Natürlich, mein kleiner Löwenzahn. Welche Frau bei Verstand würde nicht einen Kaiser heiraten wollen? Und es schadet auch nicht, dass ihr ganz gut aussieht. Aber Macht... Deshalb tun wir das, wegen der Macht des Drachen. Wenigstens ist sie ehrlich. Für mich steht jedoch auch einiges auf dem Spiel. Ich möchte meinem Vater entkommen, möge die Pest den Penis dieses alten Drecksacks vertrocknen lassen. Steckt mir einen Ring an und euer Schiff soll mein Zuhause sein. Ich bin mir sicher, wir werden uns verstehen. Nett. Dies muss ein seltsamer Tag für euch sein. Prinzessinnen empfangen zu müssen, die euch fremd sind und eine für den Rest eures Lebens auszuwählen. Es ist auch für adlige Prinzessinnen seltsam, die Kühe auf dem Markt vorgeführt zu werden, Prospera. Aber ich bin keine Kuh, edler Herr. Ich bin Camilla, eine Prinzessin. Und ich nehme eher widerwillig an dieser Farce teil. Aber ich tue es für das Wohl aller Echsen. Das ist doch die deutsche Stimme von, wie ist sie aus Game of Thrones? Die Blonde.
Ja, okay. Die Blonde definiert es sehr gut. Oh, wie hieß sie denn nochmal? Cecilia, fuck, ich komme gerade nicht auf den Namen. Vielleicht fällt er mir gleich noch ein. Um ehrlich zu sein, da bin ich mir nicht so sicher. Eure Hoheit, bitte verzeiht ihr, Kommandant. Die Nerven. Es gibt nichts zu verzeihen und ich bin ruhig wie ein gefrorener See, also haltet eure Zunge im Zaum. Lasst mich erklären, ich verbringe nicht, wie diese anderen Mädchen, die von ihren ehrgeizigen Botschaftern hierher verfrachtet wurden, meine Tage in Palästen und bekomme meine Nägel gemacht. Ich habe Recht studiert und bin Vorsitzende des obersten Gerichtshofs in meinem Land. Ich bin eine Frau von Welt und kenne mich in Staatsangelegenheiten aus. Eine königliche Ehe wie unsere würde einen politischen Bund und keinen sinnlichen darstellen. Aber vielleicht könnte mit der Zeit eine gewisse Zärtlichkeit erblühen. Wunder geschehen immer wieder. Echsen und Drachen. Das wäre ein vorteilhafter Bund. Denkt bitte darüber nach. Mein Ehrgeiz lässt mich hoffen, dass ich eure Kuh werde. Ich meine Auserwählte. What the fuck? Kuh? Los, los, aufgestanden, Rücken gerade, Kinn hoch, der Kommandant ist hier. Das ist fies. Nein, ihr Tag träumt nicht, Kommandant. Das ist keine Illusion, die eure Augen täuscht. Alter. Diese himmlische Schönheit ist echt. Und ihr Name ist Lohanna, Prinzessin aller Elfen. Die allerschönste Frucht vom Weltenbaum der grünen Mutter. Ich gebe euch einen Moment, um euch zu sammeln. Nicht viele können sie ansehen, ohne von ihrer Perfektion eingeschüchtert zu sein. Den besten aller Gründe. Liebe. So hoffe ich. Ich habe von euren Taten gehört und euer Bild gesehen. Seitdem bin ich von euch hingerissen. Und als ich von der bevorstehenden Hochzeit hörte, habe ich sichergestellt, dass Oberon Berge versetzt, damit ich euch kennenlernen kann. Irgendwie klingt die komisch. Ich weiß, dass in adligen Kreisen das Konzept der Liebe häufig auf höhnisches Gelächter trifft und als Sache verspottet wird, an der sich das Fußvolk erfreut. Aber ich sehe das anders. Lasst Liebe auch einen Grund sein, oh Drache, falls ihr mich in Erwägung zieht. Und falls nicht, dann wählt mich bitte nicht. Bringt den Kommandanten doch nicht in Verlegenheit. Er ist doch bereits Hals über Kopf in euch verliebt. Boy. Wie alle, die nur einen Blick auf euch geworfen haben. Denkt an die Belange der Elfen. Wir hätten den Drachen als engsten Verbündeten. Ende. Ich komm immer noch... Cersei! Cersei war der Name! Cersei war der Name! Cersei Lannister! Das war der Name, der mir gefehlt hat, ja. Okay. Wenigstens ist sie offenbar teilweise ehrlich, zumindest sagt sie, dass wir sie nicht auswählen sollen. Wollen wir einfach nur politisch so ungefähr, dann sollen wir sie nicht auswählen. Gut. Ich kann mit dieser ganzen Liebessache nichts anfangen. Aber wählt die, die euch gefällt. Elfe, Zwergen, Echsen, Untote, sie sind alle vertreten. Es wäre mir eine Ehre. Ah, okay. Gut zu wissen. Das wusste ich, das habe ich komplett verpennt gehabt, dass es das gab. Okay, dadurch, dass ich sowieso meistens nicht selber spiele, ist das hier für mich sowieso nicht so wichtig, da ich halt dementsprechend auch keinen overpowerten Drachen irgendwie brauche. Gut. Ich kann mit dieser ganzen Liebessache nichts anfangen. Aber wählt die, die euch gefällt. Elfe, Zwergen, Echsen, Untote, sie sind alle vertreten. Wunderbar. Und wer ist die Glückliche? Ach, ist doch eigentlich logisch. Zu abgemagert ist nicht ganz so mein Fall und die Stimme von Cersei macht mich irgendwie fertig. Das ist nicht ganz so. Also ja, und Ophelia war jetzt abgemagert und die war auch nicht so ganz mein Fall, muss ich ehrlich sagen. Also eigentlich war keine von denen mein Fall, aber keine Ahnung, Lohanna finde ich irgendwie am sympathischsten. Schönheit. Könnte ich doch noch einmal 500 sein. Wie alt ist der Typ? Lasst mich der Erste sein, der euch herzlichst gratuliert, Kommandant. Ich werde für ihr bleiben und die Abreise der anderen diskrete Vorbereitungen treffen.
Es wird alles erledigt sein, wenn ihr vom Schlachtfeld zurückkehrt. Nee. Gut. Aber der Schwede, das hat sich jetzt auch ganz schön hingezogen in folgentechnisch, muss man sagen. Gut. Gut. Dinge, die jetzt reinkommen. Kampfläufer 5. Raketenläufer, den schicke ich dahin. Zwei am besten da rein. Das ist ein Panzerschiff. Gut. Da hoch und aufladen. Ihr zieht darüber. Gut. Die Frage ist, ziehe ich jetzt? Ja, ich denke, ich ziehe jetzt mit denen. Ist ja auch unbedingt da, die Kurve drehen muss, das verstehe ich nicht ganz, aber hey, nicht mein Problem. Gut. Hier sollte ich mich, denke ich, auch weiter hochrüsten. Gut. Was muss ich denn jetzt bauen? Oder was sollte ich jetzt am besten bauen? Ich denke, ich baue nochmal ein Panzerschiff und Zeppelin kann ich nicht, Donnerrohr kann ich nicht. Ist auch so teuer. Gut. Dann baue ich einen Hexer und das war's. Das sind zwei Kampfläufer. Gut. Da packe ich einfach mal einen rein und dich schicke ich dann direkt hier einmal rüber, sodass wir hier einfach nochmal die Grenzen ausweiten können. So, ich kann jetzt ja meine Karten nicht weiter einsetzen, deshalb beende ich jetzt die Runde. Wie sehr bauen die sich da jetzt aus? Okay, Donnerrohr. Aha. Kaiser heiratet Hochzeit auf Führungsschiff Raven. Imprinzessin stirbt bei gefährlichem Spiel. Bildungsministerium fordert landesweites Verbot. Kaiser, es ist zu früh, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Fallen die Truppen kaiserliches Donnerrohr-Konstruktion ein Witz. Aha. Gut. Werkstatt und wir können wieder was Neues machen. Was ist denn eventuell ganz vom Vorteil? Ich denke, im Jäger finde ich nicht so. Ja, ich denke, wir verbessern mal die Hexer. Gut. Und dann machen wir nochmal die Hochzeit. Katapult nochmal, Kommandant. Was für eine Schande, dass ihr niemals Prinzessin Kyra kennenlernen werdet. Und was jetzt? Ihr seid mit einer Elfe verheiratet, die abstrus lange Beine und noch dazu flugtaugliche Ohren hat. Ich beneide euch, Kommandant. Wirklich nicht. Den Spruch sollte ich mir merken mit den flugtauglichen Ohren. Ihr seid nun ein verheirateter Mann. Aber ich bedauere eure Wahl. Eine Allianz mit den Zwergen hätte euch reich gemacht. Unglaublich reich. Und was habt ihr jetzt? Zugriff auf sehr lustigen Stoff. Eine schön anzusehende Elfe, die aber genauso flatterhaft und dümmlich ist wie der Rest ihrer Rasse. Die muss auch nicht intelligent sein eigentlich. Nun gut, es ist wohl nichts daran zu ändern. Ich werde nichtsdestotrotz ein Fest für sie organisieren.
Zwergentradition. Und eine sehr gute dazu. Das wird wahrscheinlich noch für Probleme sorgen. Glückwunsch, Kommandant. Lohanna ist ein süßes Ding. Ich bringe ihr Trinkspiele bei, damit sie hier reinpasst. Ich find's gar nicht so geil. Das ist einfach der geilste Kommandant überhaupt. Ihr habt also geheiratet, Kommandant. Hört, hört. Lohanna, ich sage euch, die ist schärfer als das Gewürzregal eines Imps. Von der würde ich auch gerne mal naschen. Aber ich schätze, das kommt nicht in Frage. Spiel nicht mit den drin. Wären Entscheidungen auf dem Schlachtfeld so kläglich wie die bezüglich eurer adeligen Hochzeit, wären wir alle bereits qualvoll verendet. Ja, danke sehr, Arschgeige. Eine Elfe, wirklich. Es wäre nicht schwierig, einen Farn mit mehr Persönlichkeit zu finden. Und ihr müsstet ihn nicht so oft gießen. Der Sklavenmarkt ist also geschlossen. Und ihr habt eine der vier Leibeigenen ausgewählt, ob sie wollte oder nicht. Die wollte. Die hat gesagt, ich soll sie sogar nicht nehmen, wenn ich nicht vernünftig wollen würde. Wenn ich nicht an ihr interessiert wäre, also. Wenn ich nicht an Liebe interessiert wäre, so in Anführungszeichen. Also. Ich hoffe, Lady Lohanna lässt sich nicht von euch schikanieren. Sie würde es vermutlich zulassen, dummes Ding. Ich kann die Tante irgendwie nicht so wirklich leiden. Kommandant, wir freuen uns über eure Rückkehr. Ich bin hier mit eurer Prinzessin, eurer zukünftigen, und beginne nun mit der Hochzeitszeremonie. Auf diesem Schiff, wo Eroberungen befohlen und Strategien überwacht werden, legt ihr euer Gelübde ab. Und ich hoffe als Symbol, dass Liebe den Krieg besiegt. Unser Kommandant und Kaiser hat euch Hingabe geschworen, indem er euch den anderen vorgezogen hat, verehrte Lady. Nun müsstet ihr eure Treue und Hingabe schwören, wenn ihr das wünscht. Lady Lohanna, nehmt ihr den Drachen zu eurem Mann, um ihn zu lieben und zu ehren, jetzt und immer da? Mein Prinz, mein geliebter Drache, natürlich will ich. Naja, jetzt aber so, wenigstens sieht sie schön aus. Mehr oder weniger. Dann erkläre ich euch durch die Gnade der allmächtigen Sieben zu Mann und Frau. Mögen Freude und Wohlstand immer mit euch sein. Geht denn fort und seid glücklich zusammen. Seid gesegnet und gepriesen. Drache und Elfe vereint. Ein Wunderwerk der Natur. Gelobt sei die grüne Mutter. Danke sehr. Nein. Ah ja, stimmt. Gemächer der Königin. Okay, die gucken alle nicht so freundlich. Ich verschwinde einfach mal lieber. So, nochmal hier. Dies ist eine fabelhafte Kammer. Gemacht für eine Prinzessin. Ich habe noch nie Stahl so kunstvoll gefertigt gesehen. So anders als die hölzernen Häuser der Elfen. Jedoch genauso elegant. Dieses Schiff ist wunderbar. Und ich muss lachen, wenn ich daran denke, wie einige im Hohen Rat meinten, ein Aufenthalt auf der Raven würde mich verderben. Welch ein Unsinn. Ach, das krieg ich noch hin. Aber ich weiß, Oberon wird trotzdem ein wachsames Auge auf mich haben, damit ich nicht mit der alte Knacker da soll weg. Er wird wie ein Falke sein und ich sein Küken. Toll. Danke sehr. Oh, beachtet nicht mein Gerede über solch lächerliche Dinge, wo wir doch eine Hochzeit zu feiern haben. Ich weiß einfach, dass wir beide glücklich sein werden. Und ja, das Spiel ist ab 12 jetzt. Da wird jetzt nichts Lustiges kommen. Das wirkliche Hochzeitsfeiern, das kommt hier im Spiel nicht vor. Daher ist das Spiel, sagen wir mal, zu harmlos, zu friedlich, zu... je nachdem, wie man es nennen möchte. Okay. Gut. Warte mal, vielleicht sollte ich... Einmal mal annehmen. Gut. Die Frage ist jetzt, wo ich bin nicht so erfreut über die Flotte, die hier rumschwört. Das finde ich nicht ganz so knaller.
ich jetzt aber noch machen kann. Ich kann zum Beispiel da einen Kampfläufer reinsetzen und einmal rüberschicken. Dann kann ich hier weiter. Ich denke, ich werde hier komplett weitermachen. Dahin einmal verschieben. Einmal annehmen. Gut. Ich habe jetzt zwei Panzerschiffe, habe ich. Da sind auch zwei Panzerschiffe. Da ist ein Zerstörer. Panzerschiff, Zerstörer. Zerstörer und Panzerschiff. Ich denke, ich sollte mit der sollte ich da weiter Schwerpanzer, Kampfläufer, Donnerrohr. Den sollte ich dann nicht hinschicken, weil ich dann wahrscheinlich den hier verlieren werde. Ich denke, hier sollte ich mal schauen, dass ich irgendwie Jäger baue. Jäger und Kampfläufer erstmal. Dann baue ich hier oben nochmal einen weiteren Panzerschiff und nein, passt nicht. Schade. Gut. Die Frage ist jetzt. Der Vorteil ist, wenn der jetzt hier angreifen möchte, müsste ich eigentlich genügend haben, dass ich den aufhalten kann, weshalb ich hier dann jetzt meine Goldmine baue. Gut. Hier oben genauso, dann baue ich hier oben mal die Taverne. Gut. Hier kann ich nichts bauen. Hier, ich gehe einfach mal das Risiko ein und baue hier dann das und hoffe, dass die nicht überall zugleich dann mehr oder weniger angreifen werden. Während ich hier halt immer noch ein bisschen weiter aufrüste. Gut. Da greift nämlich tatsächlich überhaupt nicht an, was mich verwundert, aber das finde ich nicht unbedingt schlecht. Das ist mir eher zum Vorteil. Okay, jetzt hat der Bomber, das ist nicht so. Warte mal, wieso ist. Achso, weil die zwei Panzerschiffe und der Zerstörer auf einem Feld sind. Okay, das ist ja für mich kein Problem, da reiben die sich wenigstens aneinander ein wenig auf. Gut, Elfenprinzessin gewinnt Herz des Kaisers. Anonyme Quellen, Lady Lohanna Nuttige Goldgräberin. Der Vorteil ist, jetzt kann ich mehr oder weniger die Elfen in meinen politischen Entscheidungen einfach komplett rauslassen. Und weil dafür habe ich ja jetzt die Prinzessin. Kaiser, es ist zu früh, sich auf den Level. Okay, untypische Impfforschung, beunruhigt Reich. Hexer können Meteoritenschau auslösen, ohne eigenes Leben zu riskieren. Das ist wirklich untypisch für Imps. Gut. Eine Königin hat euch belohnt. Ihr habt einen Mitgift über 30 Gold erhalten, 20 Vorsprungspunkte werden hinzugefügt. Yay! Hab gerade geguckt, aber die haben offenbar nicht alle eine Krone oder sowas da. Gut. Kommandant, ich muss eine wichtige Angelegenheit mit euch besprechen. Ich weiß, ich bin euren Fragen über den Dämon ausgewichen, den ich als Herz des Schiffes bezeichnete. Aber es ist an der Zeit, euch einzuweihen.
Schließlich seid ihr der Drache. Euch steht das Recht zu mehr zu wissen als alle anderen auf diesem Schiff, im gesamten Reich, um genau zu sein. Er heißt Corvus, was Rabe in der alten Sprache heißt. Mhm. Er ist unser mächtigster Verbündeter und zugleich unser größter Feind. Denn aus seiner vorsintflutlichen Psyche gewinne ich die unfassbaren Kräfte, die Gromi und ich nutzen. Andererseits hat er euren Geschwistern dieselben Technologien gegeben und tut das immer noch als Traumläufer. Diese teuflische Kreatur, die den Schlüssel zum Sieg in Händen hält, aber lieber die Tür zum Ruin öffnen würde, will das Wort an den Drachen richten. Das wollte dieser hinterhältige Schurke von Anfang an. Und ich würde euch ein Treffen mit ihm zwar gerne sparen, aber das liegt nicht in meiner Hand. Sucht mich in meinem Arbeitszimmer und ich bringe euch zu Corvus. Hey. Ich verstehe natürlich, mein Freund, dass diese Neuigkeiten für euch mehr Fragen mit sich bringen als Antworten. In der königlichen Kammer, weit ab aller neugierigen Augen und Ohren, werde ich euch all eure Fragen nach bestem Wissen beantworten. Okay, aber das kommt erst in der nächsten Folge. Oh, wir haben 61 Gold, wir haben 59 Forschungspunkte und wir haben plus 36 Forschung. Wenn das nicht Spaß ist, da können wir gleich ordentlich was mit arbeiten. Und wir haben plus 31 Gold. Da können wir gleich ordentlich aufrüsten. Damit könnten wir dann eventuell... Könnten wir dann damit schon einen der anderen überrumpeln? Ich weiß es nicht. Egal. Das kommt dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Der Rest von den beiden. Der war noch aus dem alten. Der ist ja der neuere. 25. Ich bin gerade selbst verwirrt, welches ich von denen zuletzt gespeichert habe. Ich mache einfach einen neuen. Gut, also dann bedanke ich mich hier wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.